So Leute, schön, dass ihr alle da seid. Wir müssen uns jetzt für ein Abi-Motto entscheiden. Wir haben keine Zeit mehr. Joyce, hol bitte die Liste raus. Also, Motto. Vielleicht soll ich drei Liste. Wir wissen am besten, was da los ist. Ich hab's das nicht. Das ist doch auch. Einer aus der 12-2 versteht nichts von solchen Entscheidungen. Das ist aber so ein langes Mathe-Lehrer, was du sollst vielleicht aufpassen, was du zu ihm sagst. So, wie setzt sich denn hin? Tim hat recht, niemand kann es alleine entscheiden. Wir haben nur eine Möglichkeit, das Motto fair entscheiden zu lassen. Wir sind drei Schülerinnen. Man kann nicht einfach ins Sekretariat marschieren, es wird von viel schlimmeren Überreizung von Vertretungslehrern. Aber hast du nicht gehört, was sie gesagt hat? Es geht nicht anders. Du denkst, du bist jetzt hier der Richtige dafür, oder was? Ja, und was ist, wenn die Schulleiterin sauer auf uns wird, wenn so eine Abiball komplett absagt? Lieber gehe ich nicht zum Abiball, als Tobi die Verantwortung zu überlassen. Du, dir traut doch sowieso niemand. Was denkst du, wer du bist? Ja, stopp! Ich nehme die Liste. Ich nehme die Liste. Auch wenn ich die Öffentlichkeit vom Sekretariat nicht kenne. Warte, Joyce, ich guck nach für dich. Du kannst in 10 Minuten gehen. Dann komme ich mit dir. Ich bin der Schüler der Direktorin. Ich auch. Ich kenne sie am besten, sie wohnt im Eingang. Du hast nun die Verantwortung, Joyce. Damit ihr es wisst, wenn Joyce geht, dann komme ich auch mit. Natürlich kommst du mit. Man kann euch ja nicht mal trennen, wenn sie zu einer geheimen Abi-Komitee-Versammlung eingeladen wurde. Wir sind auch dabei. Wir unterstützen euch. Der Bundesweiterlehrer ist auch dabei. Wir sind auch dabei. Und ich auch. Gut, da sind wir jetzt 9 Gefährten. Ihr kümmert euch alle gemeinsam um die Liste. Klingt gut. Aber wo soll es eigentlich hingehen?